Nach dem Neujahrskonzert und dem Wiener Opernball freuen wir uns bereits zum dritten Mal in diesem Jahr über eine der schönsten Fernseh-Live-Übertragungen aus der Bundeshauptstadt. Und auch beim diesjährigen Wien-Marathon lautet das Motto: Alles Walzer. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie hier aus der Wiener Innenstadt mit einem traumhaften Rundblick auf die schönsten Gebäude dieser Stadt zum 31. Wiener City Marathon. 42.000 Laufbegeisterte sind an diesem Wochenende im Eiltempo unterwegs durch die Bundeshauptstadt. Einer von Ihnen hat es normalerweise auch recht eilig. Heute lässt das langsamer angehen und das freut mich ganz besonders, denn er ist unser Experte Michael Buchleitner. Schönen guten Morgen, Michael. Guten Morgen, hallo. 42.078 Anmeldungen sind es ganz genau an diesem Wochenende. Deinem Sport geht es richtig gut, oder? Ja, ich glaube, der Laufboom, der mehrfach schon wieder im Abschwingen angekündigt wurde, der bleibt weiter sehr, sehr stabil. Und das ist natürlich eine tolle Sache für die Veranstaltung, aber ich glaube, für die Fitnessbewegung generell. Ich glaube, wir machen alle viel zu wenig Sport und deswegen ist es gut, dass es hier solche Veranstaltungen gibt, die so viele Menschen auf die Straße treiben. Ich habe schon gehört, ist gar kein Boom mehr. Das ist einfach so, dass so viele Menschen laufen. Gibt ja die verschiedensten Statistiken. Jeder fünfte Österreicher ist sehr oft, sehr gerne, sehr schnell unterwegs. Hat vielleicht auch in diesem Jahr damit zu tun, dass wir diese Rekordteilnehmerzahl haben, dass wir einen recht milden Winter hatten? Es ist sicher so, wenn man heute über den ganzen Winter, zum Beispiel jetzt hier auf der Hauptallee, die auch hier mehrfach belaufen wird, läuft, dann war immer viel los. Also wir hatten nie Schnee hier, ganz am Anfang im November. Aber selbst die Kärntner, die eigentlich viel Schnee hatten, haben eigentlich brav weiter trainiert, was ich bei den Läufern so mitgehört habe. Ich glaube, dass es einfach mittlerweile eine Bewegung ist, die nicht mehr aufzuhalten ist und immer mehr Leute in ihren Bann zieht. Und das ist gut so. Es ist einfach, es ist relativ günstig. Man weiß, alles wird teurer, aber die Laufschuhe, Gott sei Dank, bleiben stabil. Man muss ja nicht mehr die neuesten kaufen. Das bringt uns auch schon zum Thema Wetter. Die Bedingungen heute sind natürlich sehr interessant. Wir stehen jetzt schon einige Jahre hier herum. So windstill war es noch nie. Was weißt du denn über den Wetterverlauf in diesem Vormittag? Ja, eigentlich muss man sagen, ist es jetzt absolut perfekt und man kann eigentlich gar nicht glauben, dass richtig Wind angekündigt wurde. Wir haben jetzt Temperaturen knapp um die 10 Grad. Es ist hier wirklich windstill, also es ist wirklich kein Lüftchen. Und es ist wirklich zu hoffen, dass das so lange so bleibt. Aber es ist so, dass es teilweise ein bisschen regnerisch sein kann. So ein leichter Nieselregen würde nichts machen. Aber wenn so ein Regen gepaart mit wirklich Wind, Windspitzen bis zu 40, 50 km/h sind angekündigt, dann einem ins Gesicht schlägt, vor allem dann gegen Ende, Schüttelstraße mit Gegenwind und Regen, das wäre unangenehm. Also wir können wirklich nur hoffen und müssen ein bisschen beten, dass das so lange wie möglich bei so perfekten Bedingungen aushält. Ein bisschen ein Wind soll auch kommen, der aber dann hoffentlich erst zum Mittag. Noch nie zuvor war beim Wien-Marathon das Teilnehmerfeld so stark wie in diesem Jahr. Besonders bei den Herren ist die Dichte sehr groß. Henry Sugut, der Trippelsieger und Titelverteidiger, führt hier eine kenianische Phalanx an, wie schon so oft. Aber der ist in diesem Jahr noch nicht einmal der absolute Topfavorit. Das Match lautet Äthiopien gegen Kenia. Das große Duell Getufeleke gegen Henry Sugut. Der schnellste Marathonläufer, der je in Wien am Start war, gegen den bisher schnellsten Mann dieser Stadt. Von allen Marathons mag ich Wien am liebsten. Hier habe ich dreimal gewonnen. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Hier hat für mich 2009 alles begonnen. Hier habe ich meinen ersten Marathon bestritten. Ich werde niemals vergessen, wie mich damals die Leute ins Ziel getragen haben. In diesem Jahr ermöglicht das gemeinsame Sightseeing mit Wien-Spezialist Sugut eine andere Sicht auf die Stadt. Eine Stadt, in der heuer der Äthiopier der Topfavorit auf den Sieg ist. Ich bin zwar derjenige mit der schnellsten Marathonzeit, aber von dem kann ich mir ja nichts kaufen. Was bedeutet es schon, wenn du vor 3, 4 Jahren schnell warst? Du musst am Tag X wieder deine Leistung bringen. Die Konkurrenz heuer ist wirklich stark. Jeder aus dem Elitefeld kann gewinnen. Aber ich muss an mich glauben, an den Sieg glauben. Andere Ziele haben die zwei Topathleten aus Österreich. Der Oberösterreicher Christian Pflügl kämpft bei seinem Wien-Debüt um das EM-Limit von 2 Stunden 17. Routinier Roman Weger möchte in seinem 40. Lebensjahr unter 2,20 bleiben und damit eine uralt Bestmarke in der Kategorie M40 auslöschen.
An der Spitze kündigt sich ein beinharter Kampf zwischen Äthiopien und Kenia an. Mein Kollege aus Kenia ist gut. Wenn wir uns gegenseitig pushen, dann wird der Streckenrekord fallen. Rekordhalter Henry Sugut kratzt noch an einer anderen Bestmarke. Mit dem 4. Sieg in Wien könnte er sich zum alleinigen Rekordsieger krönen. 2:04:50, das ist die beste Zeit des Ghetto Feleke. Der aber, das habe ich jetzt schon hin und wieder gehört, gilt ein bisschen als Trainingsweltmeister. Ist schon auf Weltrekord-Tempo unterwegs gewesen, um ihn dann nicht zu holen. Was ist das für einer? Also ich glaube, das habe ich auch gehört, dass er jetzt nicht einer ist, der mit wirklich stabilen Zeiten glänzt in Wettkämpfen. Er ist ein einziger Äthiopier unter vielen Kenianern. Ich glaube, dass es nicht ganz leicht haben wird. Die haben zwar jetzt hier Freundschaft gemacht, aber der kenianisch-äthiopische Duell, vor allem wenn es wirklich um Siege geht. Also im Rennen selber mag das sein, dass die am Anfang sich zurückhalten, ihre Pace halten. Aber ich glaube, dass er in der kenianischen Phalanx sich schwer tun wird. Und es würde mich nicht überraschen, wenn weder Sugut noch Feleke da ganz vorne sind. Also ich habe den Wilfried Kigen eigentlich auf der Rechnung ein bisschen, der letztes Jahr beim Weltrekord in Berlin richtig stark war, der einen guten Halbmarathon schon gelaufen ist, der einfach weiß, wie man richtig schnell läuft. Aber es ist ein richtig spannendes und gutes Feld heuer hier und ich bin wirklich gespannt, wie das hinten raus ausgeht. Echter Expertentipp, ich bin auch gespannt. 2:06:58, das ist die absolute Topzeit bisher gewesen beim Marathon in Wien, Henry Sugut 2012. Jetzt haben wir heuer eine leicht veränderte Strecke zwischen den Kilometern 26 und 30. Wird nicht über den Schüttel gelaufen, sondern etwas anders. Wir schauen es uns in der Grafik an. Es geht nicht mehr so auf und ab, deswegen diese Streckenveränderung. Also die Streckenveränderung war auch, weil mittlerweile so viele Läufer auf der Strecke sind und hier eine Passage war, wo sich die Läufer in den Prater und aus dem Prater heraus begegnet haben. Es war grundsätzlich eine organisatorische Geschichte, aber für die Läufer ist es ein Riesenvorteil. Die Praterstraße geht wirklich leicht bergab und dann hat man es wirklich sehr schön flach, während die Schüttelstraße immer so im Endeffekt wellig dahingegangen ist. Also die Topläufer haben gemeint, das bringt wirklich viele Sekunden, bis zu 15, vielleicht sogar 30. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist. Ich denke, dass es vielleicht am Kilometer 1-2 Sekunden bringt, dann sind wir bei vielleicht 7-8 Sekunden. Aber es ist definitiv auch, glaube ich, psychologisch eine bessere Geschichte, als wenn du jedes Mal diese Wellen hast, du bist eh schon müde und hast jedes Mal dieses Auf und Ab. Also ich denke, dass es wirklich eine gute Veränderung ist und dass vielleicht das Rennen in dem Bereich schon vielleicht sogar ein bisschen früher entschieden wird. Ja, Autos, Hubschrauber, aber auch Motorräder sind wieder im Einsatz, bringen uns traumhafte Bilder von der Strecke und wir schauen jetzt einmal zum Start bei der Reichsbrücke. Dort sind meine zwei Kollegen auf den Motorrädern. Boris Kastner-Jürger ist heute nicht dabei, der begrüße etwas später bei Sport am Sonntag. An seiner Stadt Johannes Hahn bei seinem Debüt auf dem Motorrad. Lieber Johannes, ich wünsche dir viel Spaß, ich hoffe, du siehst gut. Ja, noch stehe ich gut und bei euch ist es ja relativ ruhig, aber hier am Start, da wurlt schon richtig, da ist die Anspannung auch spürbar und hier im Hintergrund die zigtausend, die knapp 40.000, die warten auf ihren Start. Die Topstars, die sind gegen 7.40 Uhr hierher gebracht worden vom Athletenhotel am Ring in das Athletenquartier hier knapp hinter der Startlinie und hier ca. 10 Meter von mir entfernt werden die Topstars dann in wenigen Minuten ins Rennen gehen. Ich werde sie begleiten auf der Jagd nach dem Rekord und bin, wie Oliver schon gesagt hat, zum ersten Mal in dieser Position mit dabei. Aber einer, der schon viel öfter hier mit dabei war und das Rennen verfolgt hat, das ist Martin Lang. Wie oft? Wie viel Auflage ist es für dich? Zum mittlerweile 25. Mal. Schönen guten Morgen. Vor 20 Jahren als Radioreporter aus dem Auto geflogen, aber nichts passiert. Und was mich immer wieder fasziniert, ist diese Spannung, sportliche Spannung vor dem Start, aber auch das Gefühl dieser Startatmosphäre, diese entspannte Morgenstimmung hier in Wien-Donaustadt. Und heute darf ich die Andrea Meyer mitverfolgen. Darauf freue ich mich wirklich besonders, denn die Andrea Meyer war ja schon eine großartige österreichische Marathonläuferin. Dann werden wir den besten Österreicher beobachten. Und ein Österreicher hat heute auch sein Marathon-Debüt, nämlich Toni Polster. Guten Morgen. Morgen. Toni, zum Marathonlaufen hat es für Sie nicht gereicht, aber heuer gibt es eine ganz besondere Premiere. Sie machen das Startsignal. Ja, man hat einen Schützenkönig gesucht und ist auf mich gekommen. Dann hat man mich gefragt, ob ich mit Lauf was zu tun habe. Habe ich gesagt, ja. Habe früher öfters einen Lauf gehabt und einige Wochen hintereinander Tore geschossen und da war ich
dann prädestiniert, diesen Startschuss heute abzugeben. Freue mich, dieses tolle Event eröffnen zu dürfen. Sie haben in der U-Bahn beim Herr von Autogramme geschrieben, jetzt schon auch bei den deutschen Touristen, immerhin Starter aus 127 Nationen dabei. Einmal was ganz Besonderes, auch diese Seite des Sports mitzuerleben. Ja, es war ein tolles Erlebnis. Ich bin mit der U-Bahn natürlich hergekommen heute und da alle Läufer schon zu sehen. Die U-Bahn war übervoll. Mit neuen Laufschuhen, mit den Chips an den Laufschuhen und alle waren wirklich top motiviert. Ich bin froh, dass ich das einmal gesehen und erlebt habe. Alles Gute beim Startschuss, Toni Polster, damit wieder zum Oliver. Ja, und wir wollen uns natürlich auch noch ein bisschen mit den Damen beschäftigen. Bei diesem Vienna City Marathon in den letzten Jahren haben ja die Afrikanerinnen den Marathon bei den Damen dominiert. Auch 2014 gilt eine Kenianerin, nämlich Caroline Chepkwony, als Favoritin. Nämlich dann, wenn sie einen Angriff aus Japan abwehren kann. Denn mit der Topläuferin Mai Ito werden Erinnerungen an den historischen Triumph vor 8 Jahren hier in Wien wach. Achtung. So, da hat jetzt eine Kleinigkeit nicht funktioniert. Ich darf Sie bitten, das zu entschuldigen. Vielleicht können wir das dann nachher noch nachliefern. Sprechen wir noch ein bisschen auch über die Damen. Was erwartest du dort? Es gibt ja einen Wien-Rekord, 2:23:47. Maura Vicekonte, der ist 14 Jahre alt. Warum hält sich der so lang? Der Hartmann-Rekord hat sich auch lang gehalten. Das ist halt richtig gut. Also das war damals eine Riesenüberraschung. Ich weiß, dass die damals auch ganz schön besorgt haben, weil das eine Streckenrekordprämie war plus Bonus. Wir haben immer einen Bonus für Zeiten unter, auch bei den Männern jetzt, unter 2,5, 2,4. Das wird es ja alles geben und auch bei den Frauen. Aber es ist eine wirklich Top-Zeit und es gibt halt wenige Läuferinnen, die in dem Bereich 2,25 bis 2,20 laufen können. Und jetzt gibt es wieder wirklich 2, 3 Läuferinnen hier im Start. Das Rennen könnte sehr, sehr spannend werden. Leider haben wir keine Österreicherin, die annähernd hier mit ins Spiel eingreifen kann. Aber ich hoffe, dass sie das in Zukunft wieder ändern wird. Andrea Meyer läuft Halbmarathon. Vielleicht zu den Herren. Christian Flügel will dieses EM-Limit schaffen. 2,17, durchaus möglich. 2,15, glaube ich, seine Bestzeit, oder? Also er hat gut trainiert, der Test in Wales hat zwar nicht ganz gut funktioniert, aber das kann passieren, wenn man aus der Höhe vor allem kommt. Vom Potenzial her glaube ich, 2,17 ist für Europameisterschaften ein etwas leichteres Limit, als jetzt für Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften sind, wo das so bei 2,12 oder 2,13 liegt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das wird wirklich auch ein bisschen von dem Wind abhängen, der in der zweiten Hälfte der Strecke dann vielleicht aufkommt und ob er wirklich einen Pacemaker hat, der sehr, sehr lang bei ihm bleibt. Also gerade die Läufer, die dann alleine eher laufen, die haben es dann echt schwer. Das sind natürlich Gruppenbildungen angesagt, aber die sind in dem Bereich jetzt dann zwischen 2,15 und 2,20 bei den Marathons wirklich sehr, sehr selten. Jetzt wollen wir noch ein bisschen einen Service bieten für die vielen Hobbyläufer da draußen oder jene, die es vielleicht auch mit dieser Übertragung noch werden. Und da taucht in mir eine Frage auf, die mich um die Uhrzeit immer beschäftigt. Frühstück habe ich nämlich ausgelassen bisher. Wie ist das bei den Marathonläufern, nämlich der absoluten Spitze? Essen die heute früh noch was oder geht das nicht mehr? Die essen auf jeden Fall was. Also man darf auf keinen Fall mit dem leeren Magen ins Rennen gehen. Wir, ich sage jetzt mal, Europäer sagen immer ganz leichte Kost, Weißbrot, keine Milchprodukte, kein Wurst, kein Käse und so weiter. Ich war beim London Marathon damals, wo alle Topläufer dort waren, die haben sich die Kenianer Eierspeis mit Speck und allem dort zum Frühstück gehen, weil ich dachte, es ist eh alles wurscht. Also scheinbar, es ist schon so, dass je leichter die Kost, desto besser. Die Topläufer trinken natürlich nur und auch relativ wenig eigentlich sogar, aber die sind natürlich auch nur 2 Stunden unterwegs. Also die Hobbyläufer sollen in der Früh wirklich eine leichte Kost zu sich nehmen und viel trinken, auch wenn es jetzt noch nicht so warm erscheint, aber es ist wichtig, alle 5 Kilometer zu trinken und wenn man 4, 5 Stunden oder vielleicht sogar 6 Stunden im Rennen ist, dann muss man schon schauen, dass man die Energiespeicher entsprechend wieder auffüllt und auch im Endeffekt die Flüssigkeit ersetzt. Also ich freue mich auf dieses Rennen, schicke dich jetzt hinunter zu Didi Wolf. Viel Dankeschön. Spaß, freue mich sehr auf diese Übertragung. 300.000 bis 400.000 Menschen wohl wieder erwartet an der Strecke. Traumhafte Bilder um 11.06 Uhr, 11.08 Uhr irgendwann die Elite hier am Wiederheldenplatz. Jetzt noch die Einladung von mir, das ORF Sport Gewinnspiel für Sie und dann geht's los mit Didi Wolf und Michael Buchleitner. Viel Spaß beim 31. Vienna City Marathon.